Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. In der letzten Szene habe ich ja das LP hier. Weil wir sind deutlich dran beendet. So, und wir starten jetzt aber auch gleich mal weiter. So. Ey, Alter, was geht? Hast du mal Hugs Dick? Ja. Yeah. Das ist widerlich, ey. Der hat so. Alter! They killed us! You got out! The very. Ja, ja, komm, shut up. You can't fight them! You have to hide! You can unlock the main doors from security control! You have to get the fuck out of this terrible place! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, Batterie gibt's hier nirgendwo. Okay, das ist nur ein Ventilator. Ganz ruhig. Oh verdammt, ich habe ja vergessen, den Timer anzumachen. Momentle bitte. Oh, jetzt läuft er. Hallo? Hier kann ich rein. So. Hey, geil! Eine Arschabwischhilfe! Aber dafür... Die haben ja sogar Klopapier. Mensch, es wird mir immer sympathischer hier. Ich muss hier einziehen. Super Sache. So, hier komme ich nicht lang, ne? Wie extrem hoch die Mausempfindlichkeit aber auch hier ist. So. Komm ich hier rein? Nee. Okay. Hier nicht. Boah, ich bin voll nervös. Ich weiß nicht, ob man das hört, ey. Boah. So. Little Fake. Was? Nein, 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 was willst du? Oh Gott. And who are you then? Scheiße. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ich will aber nicht calling. Ich will hier raus. Oh Mann. Ich hasse es. Oh. Boah, ernsthaft, da habe ich heute noch in der Schule so krass rumgepöbelt, so, ja, easy. Was? Moment. Was? Proclaim the Gospel. Okay. Werde ich demnächst tun. Kann ich hier raus? Nee, ne? Warum denn? Es ist viel zu leicht, ey. Ich gehe hier am Stock, ich brauche Batterien. Batterien! Gibt's hier eine Waschbecken? Nee, ne? Eine Batterie, da ist sie ja. Also Leute, der hat die erste Grundregel vergessen. Erst draufsetzen, dann abdrücken. Und nicht umgekehrt, meine lieben Freunde. Ah, da hat er wieder einen Witz gerissen, du. Ja, also... Kein Kommentar. Er wollte wahrscheinlich irgendwie hier Chili bei Chili machen oder sowas. Oh Gott, was hier nochmal? Proclaim to the hospital. Da will ich jetzt ehrlich gesagt nicht runter. Lol. Oh nein, 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 nein. Dort, wo solche Honks sind, sind meistens Ärger. Okay, hier ist nochmal ein Klo. Mal reingucken. Boah. Er wurde ja gekillt, als er auf dem Klo saß. Opfer. Oh, guck mal hier wieder die sympathische Arschabwischhilfe. So, Moment. Los. Was hier? Los.
So, danke jetzt. Ah, okay. Weiter geht's. Okay. Also hier gehen blutige Fußabspuren raus. Das ist schon mal nicht so gut. Also reingeschaut. Ich brauche halt Batterien. Batterien sind hier, wie ich sehe, das A und O. Tja, der hat wohl zu heftig genießt. Ach, die Lampe. Ah, eine Batterie. Ich war das nicht. Logischerweise muss hier ein zweiter sein. Oh, oh nee. Hallo? Jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Für diese Tür ist ein Sicherheitsschlüssel notwendig. Na super. Gibt es ihn hier irgendwo? So mal frei Haus? Wäre ganz nett. Also hier ist ein Bürochen. Ja. Ihr seht die verschiedensten Unfälle, bei dem ist der Stuhl weggerutscht. Gleich Knickbruch. Oh, eine Akte. Gadget. Das müsste N sein, ne? Achso, erstmal noch, ich bin drin. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen. Köpfe aufgehört, die Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann, das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Und noch der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe bedroht. Er sieht aus, als wäre ein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Wahrscheinlich so über Spaghetti Bolognese. Yum, 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 Käse. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher sein Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Ha, er hat beten gesagt. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Okay, und jetzt noch? Nein? Ist dann was hier? Ah, da habe ich nur das eine? Habe ich das nicht gerade aufgenommen? Profita Projekt Wallrider? Hä? Habe ich das nicht gerade aufgenommen? Okay. Mir war so. Aber dann habe ich das schon gelesen. Bin ich halt schon etwas weiter als ihr alle. So, hier geht's nicht lang, ne? Hier ist abgeschlossen. Hier komme ich auch nicht rein. Da ist gerade der Verrückte rein. Gute Sache. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Na ja, viel Spaß noch da drin. Na, guck mal, der mit seinem Rollator. Also ich will jetzt ehrlich gesagt runtergehen. Ich will jetzt lieber erstmal noch hier ein bisschen rumstehen. Aber jetzt brauche ich halt erstmal diese Mastercard hier, die Schliesel. Irgendwo muss es hier doch lang gehen. Ah, hier geht's rein. Okay. Irgendwo Batterie hier? Nee, ne? Ein Eckchen? Ja. Und sowas nennt sich Arbeiter. Während der Pause schlafen. Spast. So. Aber Batteriechen irgendwie gibt's hier nirgendwo, ne? Die Suche nach Batterien ist ja wichtig. Boah, das geht so schnell wieder nicht von den Schuhen runter. Ah, eine Akte. Komm. Greppelt. Nein, ich hab das noch nicht ganz so drauf. Das war ja... Nein. Was wollen die? Projekt Wallrider von Chris Walker. Lol. Murkoff Psychiatric Systems Projekt Wallrider Mount Massive Co. Fall Nummer 136 Patientin in Italien CLW Walker. Datum 28.05.2013. Erst erzählt mir Frau 28.01.2012. Alter des Patienten 32, Geschlecht männlich, Behandlung der Ärzte unter Rudolf Wernicke. Anmerkend unter Walsh. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierten sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfall mit der Stufe 3 Hormonrisiko behaftet. Diagnostik, Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung, Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung und Fixierung befragt.
Die Fixierungen mussten aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. War das gerade der Fette? Extensive Dermaleruption ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagenen morphogenetischen Antriebszellaktivitäten. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaubt ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und den parietalen Augen. Er zeigt sich besonders über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippe und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, um weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumate, die er während seines Meistdienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierungen wird nachdrücklich empfohlen. Nee, das habe ich jetzt keinen Bock zu... vorbei muss, oder? Ja, ihr habt's ja gelesen. Ihr könnt das ja... So. Hier drüben ist nichts, ne? Nee. Gut, gehen wir mal hier lang. Halte Q, der Egel drückt, um dich zur Seite zu legen. Ich hab nichts gegen Behinderte, ja? Das nochmal vorne weg. Der macht doch was. Ich trau dem nicht. Ah. Ist gut, Alter. Hey, Freunde! Was geht? Gibt's da eine Notiz? Nee, ne? Ja, Programm fällt wohl heute aus. Mal schön für die Großaufnahme. Lächeln! Okay, ja, hat doch was. N, ja? Gebrochene Männer und Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Ja. Okay. Gibt's hier irgendwas Gutes für mich? Irgendwie Schlieselkart? Ach ja, stimmt. Da kann ich ja unten drunter durchkriechen, ne? Mensch, hier ist schon. Hallo? Hallo? Der lebt nicht mehr, oder? Nee, gut. Brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Hast du eine... Ah, der Sicherheitsausweis. Oh, nee. Wenn er speichert, dann passiert doch im Bälde irgendwas. Gesammelte Objekte werden beim Notizblock-Tabulator aktualisiert. Ganz ehrlich, ja? Ich trau diesem Kameraden nicht. Ich trau ihm einfach nicht. Der soll dann mal schön bleiben, wo er ist. Boah, ey, welcher ist normale Spieler denn bitte? Machen die was? Machen die was? Nein, ne? Hey, die ist ja besser als meine, wo die geht ja wenigstens mit. Lass uns nun ein Minütchen der Pause einnehmen. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück zum Sicherheitsraum. Bleib. Bleib. Ich wusste es! Oh, fuck. Scheiße. Fick dich, du Wichser. Los. Hau ab. Hau einfach nur ab, du Spast. Oh. Oh. Tritt, hast du verdient. Tritt einfach. Boah. Alter, was ein Spiel. Was ein Spiel. So, wir wissen jetzt, wo es lang geht. Hier lang, ne? Du kannst nach hinten schauen, indem du im Laufen Q oder E gedrückt hältst. Interessant. Okay. Jetzt müssen wir hier aber reinkommen, ne? Okay. Komm, wir sind höflich. Okay. Drücke linke Maustaste zum Verstecken. Ich glaube, das werden wir gleich brauchen. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Okay. Hä? Nein! Du Spast! Du Elendiger! Rein da! Rein! Ja, schon wieder diesen fetten Asthmatiker poltern! Ja!
Nein. Er ist noch hier, oder? Ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hey, was ist schon durch? Geiler Arsch. Und der Rücken? Naja, sein hübscher Rücken kann mich auch entzücken. Komm, jetzt beweg dich, Alter. Also dann, Leute, ich hoffe, euch hat es erstmal für diese Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!